Guten Abend, meine damischen Herren. Willkommen zur Jahresschau 2020. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist in Umfragen überraschenderweise aktuell der beliebteste Politiker Deutschlands. Dies geht aus einem Bericht der Welt hervor, wonach 52% der Deutschen sogar hoffen, dass Jens Spahn im kommenden Jahr sogar eine möglichst große Rolle in der Politik spielen werde. Virologen der Berliner Charité und des Robert-Koch-Instituts vermuten hinter dem massiv gewachsenen Vertrauen der Bevölkerung in Jens Spahn einen Zusammenhang mit den lange unterschätzten Langzeitfolgen der Covid-Infektion. Pläne, Jens Spahn als Kanzlerkandidat für 2021 aufzustellen, werden nun erneut erwogen. Verworfen hingegen wurde der Plan einer Heiligsprechung seitens des Vatikans. Ebenfalls verworfen wurde die Idee einer vorgesehenen Benennung der Pandemie nach dem Gesundheitsminister, da sich in der CDU die Meinung durchsetzte, es sei eher ein Marketingnachteil im Wahlkampf für den Minister, wenn fortan von einer spanischen Grippe die Rede sei. Das alljährliche Silvesterstück Dinner for One oder auch der 90. Geburtstag entfällt dieses Jahr. Die zur Risikogruppe gehörende, allseits bekannte Silvester-Geburtstagstruller Miss Sophie wurde gestern, wie ihr Butler James mitteilte, mit einer akuten Corona-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert. Nachdem die betagte Dame bereits seit circa 50 Jahren gefühlt jedes Jahr ihren 90. Geburtstag feierte, muss Miss Sophie dieses Jahr dies auf der geschlossenen Station tun. Auch ihr Butler James wurde nach den üblichen Geburtstagsvorbereitungen ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert. Allerdings nicht aufgrund einer Infektion, sondern wegen eines schweren Dienstunfalls mit dem Saalteppich. Wir wünschen beiden gute Genesung. Zu Weihnachten haben die Deutschen abschließend zum Jahr des Brexits und auch zum Jahr der Erfindung des Corona-Impfstoffs einen mutierten Covid-Virus aus Großbritannien geschenkt bekommen. Pünktlich zum Weihnachtsfest ist der mutierte Virus in Deutschland angekommen. Hoffnungen, wonach der Brexit als Quarantänemaßnahme fungieren könne, wurden enttäuscht. So viel zu aktuellen Themen. Schauen wir, liebe Zuschauer, schnell auf das vergangene Jahr zurück. Und ich denke, das kann man gar nicht schnell genug tun. Januar. Covid-19 breitet sich von China aus immer rascher aus. Die AfD warnt, man solle den Virus nicht unterschätzen. Auch fordern große Teile der AfD einen harten Lockdown. Alle anderen Parteien dagegen werfen der AfD Panikmache vor und bestehen darauf, den Virus zu ignorieren. Es sei nur eine Grippe. Februar. Amtseintagsfliege Kemmerich wird als frisch gewählter Ministerpräsident von Thüringen zurückgetreten. Disqualifiziert aufgrund des Besitzes von Pfui-Stimmen, erklärten Landtag und auch Bundespolitiker, man habe sich nur verwählt. Das könne mal passieren. Die demokratische Wahl werde unverzüglich rückgängig gemacht. Auch seien sämtliche Abstimmungsergebnisse, an denen die AfD beteiligt und die nur mit Hilfe von AfD-Politikern zustande kamen, zu annullieren. Dies sei notwendig, um die Demokratie wiederherzustellen. März. Die Politik ist der Meinung, den Virus massiv unterschätzt zu haben und greift als Mittel zu Maskenpflicht und hartem Lockdown. Die AfD hält dagegen und ist der Meinung, man übertreibe hier nur, die Angst vor dem Virus sei nur eine Panikmache, es sei ja nur eine Grippe. April, Corona. Mai, Corona. Und Juni, Covid-19. Werte Zuschauer, bitte entschuldigen Sie die folgende Unterbrechung. Wir arbeiten kurz eben mal thematisch die übrigen Monate des Jahres in aller Angemessenheit durch. Skript und Themenauswahl müssen überarbeitet werden. Attila Hildmann, Volksaufklärer und Messias mit veganem Gehirn,
gründet mit Querdenkergründer Michael Ballweg und Rüdiger Hoffmann eine Partei. Bündnis Alu die Schwurbler soll auch bereits bei der Bundestagswahl 2021 zur Wahl antreten und dem BRD-Regime den Kampf ansagen und uns von den Volksverrätern befreien. So hielt man. Mit zum Wahlprogramm gehöre eine Organitenpflicht für jeden Vorgarten und die Wiedereinführung der Todesstrafe für unbeliebte Politiker. Spitzenkandidat für den Herbst 2021 werde voraussichtlich Xavier Naidoo. Unfassbar. Also da habe ich ja bei Marionetten überhaupt nicht übertrieben, wenn die Leute mit Forken bewaffnet nach Berlin gehen. Uns erreichen nun zum Jahreswechsel und nach dem abgeschlossenen Wahlkampf in den USA folgende Bilder aus dem Weißen Haus, wo man Mühe hatte, den scheidenden Präsidenten Trump, nach eigener Auffassung der beste US-Präsident der letzten 100 Jahre und größte Staatsführer seit Christi Geburt, aus dem Oval Office zu bekommen. Amtsnachfolger Biden dankte seinem Vorgänger dafür, dass dieser viele US-Soldaten aus dem Nahen Osten zurückgezogen habe und kündigte an, bereits andere Einsatzgebiete für das freigesetzte Personal ausgewählt zu haben. Ferner freue sich Biden darüber, nach 4 Jahren Trump wieder die Zusammenarbeit mit Europa zu suchen, sofern dies bedeutet, dass die Wirtschaft der EU künftig wieder nach der Pfeife des großen Bruders tanze. So Biden. Der gefärbte Iltis wäre allerdings etwas, was von Trump durchaus im Weißen Haus bleiben dürfe, denn der war teuer. Das war das Jahr 2020 in aller Verkürzung. Wir haben uns bei der Themenzusammenstellung größte Mühe gegeben, so subjektiv wie möglich das gelaufene Jahr abzukanzeln. Sehen Sie nun die Jahresvorhersage über Wetter und politisches Klima für das kommende Jahr 2021. Das Jahr 2021 wird Ihnen präsentiert vom Förderverein der Bilderberger Konferenz. Zuverlässige Zukunftsplanung in zu allem fähigen Händen. Das Jahr 2021 wird reichlich durchwachsen, wenn auch nicht so beschissen wie 2020. Aus meteorologischer Sicht ist von Januar bis März mit mildem Klima zu rechnen. Der Vegetation tut dies zunächst gut, da sich alles in voller Pracht entfalten kann. Das Grün ergrünt, die Blüten blühen, die Sprösslinge sprießen, die Vögel fliegen und alles ist in verfrühter Frühjahrsstimmung. Doch an Ostern verarscht uns Väterchen Frost kräftig und beschert uns einen unerwarteten Wintereinbruch, der Flora und Fauna kalt erwischt. Anton Hofreiter verklagt Frau Holle auf Schadensersatz. Der Sommer ist durchwachsen bis beschissen. Auf mehrwöchige Regenfälle inklusive Überschwemmung folgen ebenso langanhaltende nervige Dürreperioden. Diese Perioden wechseln einander ständig ab, sodass man denken könnte, man lebe am Äquator. Über das gesamte Jahr hinweg ist vereinzelt mit Amokläufen, mit Tätern aus der Gamer-Szene und mit rechtsextremen und islamistischen Anschlägen durch psychisch kranke Einzeltäter ohne ideologischen Hintergrund zu rechnen. Hier gilt the same procedure as every year, Horst. Im Spätsommer, wenn alle Parteien zur Brunft rufen und ihre Pheromone für die Wähler versprühen, erwarten uns verstärkt Aggression, Polemik und heiße Luft aus allen Richtungen. Das war die Jahresschau für 2020. Wir wünschen Ihnen ein nur halbwegs beschissenes 2021 und melden uns wieder, wenn der ganze Scheiß vorbei ist. Politiker in Deutschland. Das bringt viele Probleme und Unannehmlichkeiten mit sich. Als Partei hat man es in Deutschland oftmals viel zu schwer, will man sich unanständig und unauffällig finanzieren. Noch immer ist Deutschland zusammen mit anderen westeuropäischen Staaten im internationalen globalen Vergleich fast Schlusslicht im Bereich effektiver Korruption. Das muss nicht sein. Wir vom Roland-Koch-Institut für Parteienfinanzforschung und Antikorruptionsbekämpfung haben
effektive und erprobte Methoden entwickelt, extra für Parteikarrieristen und Politikeinsteiger, die neu im halblegalen bis illegalen Business sind. Wege, die wir ihnen zeigen und die wir für sie ausgearbeitet und durch käufliche Mitarbeiter wissenschaftlich geprüft haben. Unsere Dienste stellen wir Ihnen gerne für nur wenig Geld aus irrelevanter Quelle zur Verfügung. Und das ist auch noch vollkommen diskret und anonym. Und daher kann sich danach dann auch niemand mehr daran erinnern, was mit dir zu tun gehabt zu haben. Wenn das Geschäft fertig ist, ich kann mich nicht beschweren. Das ist eine hervorragende Einrichtung für Leute, die Politik machen wollen, auf die ich stolz war. Denn es kann nicht sein, meine Damen und Herren, dass jeder, der heute großzügige Geschenke für politische Gegenleistungen annimmt, dafür dann dem Wähler und der medialen Öffentlichkeit, dafür dann Rede und Antwort stehen muss. Korruptionshilfe. Sofort. Diskret. Ohne hohe Kosten. Und ohne Kinderarbeit. Schreiben Sie uns an unter Briefkastennummer 0815 in Luxemburg. Wir helfen gerne. Die Politik in Deutschland für diejenigen, die sie machen, effektiver und angenehmer zu gestalten. Unser Motto: Eine Hand wäscht die andere. Hey Freunde, ein letztes Mal Hallo für dieses gelaufene Jahr. Ich weiß, das Jahr ist jetzt nicht so gelaufen, wie wir es am Anfang noch gehofft hatten, aber naja, was soll man schon sagen? Alles andere wurde gerade eben gesagt. Weil dieses Silvester-Video hier ja nicht nur ein Silvester-Special, sondern auch gleichsam ein Abonnenten-Special werden soll, beziehungsweise eines ist, antworte ich hier jetzt nochmal eben kurz auf so ein paar Fragen, die mir unter meinem Heiligabend-Video gestellt wurden, so wie ich sie ja auch versprochen habe. Aber zuerst vielen lieben Dank, Leute, für 600 Abonnenten. Das sind über 200 mehr als noch zu Jahresbeginn. Ich kann also für das Jahr 2020 ein Wachstum von über 33% verzeichnen. Und ich glaube, das kann im Jahr 2020 dank des Lockdowns nicht wirklich jeder von sich behaupten. Weil das jetzt hier zusammen mit Silvester zusammenfiel, machen wir ein Special draus. Seht dieses Video daher als Silvester und als 600 Abonnenten-Special. An der Stelle muss, bevor ich auf die Fragen eingehe, noch einer besonders erwähnt werden, nämlich der gute Tobi de Jabernack, den ich passend zu Weihnachten als 600. Abonnenten, wie es aussieht, von Meine Wiki-Welt geschenkt bekommen habe. Dankeschön fürs Vorbeikommen, Tobi. Ich hoffe, du kannst hier einiges finden, was dir gefällt. Und ich denke auch, dass im kommenden Jahr auch wieder einiges für dich auf diesem Kanal dabei sein wird. Ich nehme mir hier jetzt drei Fragen mal eben heraus, die ich öffentlich beantworten kann und die ich von zwei Stammzuschauern, die gleich mehrere Sachen wissen wollten, gefragt wurde. Der erste ist der Zuschauer Grandmaster Flash, der ja schon seit einiger Zeit unter meinen Videos immer kommentiert. Und er fragt hier, beziehungsweise er regt an, dass ich vielleicht nächstes Jahr sowas wie ein Making-of-Video produzieren könnte, weil er es interessant fände zu sehen, wie meine Videos so entstehen. Ehrlich gesagt, Grandmaster Flash, glaube ich das weniger, weil
Ich glaube nicht, dass es besonders interessant wäre, zu sehen, wie meine Videos entstehen. Das ist nämlich irgendwie stinklangweilig. Ich schreibe einfach ein Skript. Also das tue ich nicht schon immer, aber das tue ich seit 2019. Seit Sommer 2019. Das allererste Video, wo ich wirklich ein Skript geschrieben habe, das war damals das zum Thema Charles Krüger und die Kapitalismuskritik. Weil da wollte ich so viel sagen, dass ich mir ein Skript geschrieben habe. Und danach habe ich das eigentlich bei fast jedem Video so gemacht. Bei meinen Glossen habe ich schon immer Skripte geschrieben und für meine Auftritte ebenfalls. Aber dass ich jedes Video skripte, das mache ich seit 1,5 Jahren so. Also ich schreibe ein Skript, das ist in der Regel 2, 3, 4 Seiten lang. Dann mache ich hier eine Audioaufnahme, füge anschließend Bilder und Musik hinzu und ja, das wird dann einfach bloß in einem Schnittprogramm geschnitten. Wobei ich dazu sage, dass ein ungeschnittenes Video in der Rohversion gern 4-mal länger dauert als ein fertiges Video dann. Das liegt daran, dass ich gerne ein und denselben Absatz in unterschiedlichen Betonungen ausprobiere. Oder ich mich auch ganz gerne mal verhaspel, weil ich nämlich die beschissene Angewohnheit habe, beim Schreiben immer Mörder-Schachtelsätze zu verfassen. Womit ich mir selber das Leben schwer mache, wenn ich meine Skripte mache. Ich will einfach dann immer viele, viele Informationen möglichst kompakt zusammenfassen und dann entstehen Sätze, die ein ganzer Absatz sind. Und wenn ich den Satz dann bei der Aufnahme lese, dann denke ich mir, okay, so war das gemeint. Oh nee, so hättest du das aussprechen müssen. Oh nee, was hast du denn da jetzt wieder gemacht? Und so weiter. Also wie gesagt, so ein Making-of wäre, glaube ich, nicht so spannend. Also ich weiß nicht, wie du das siehst. An dem Video sitze ich so zwischen 4-5 Tage. Also immer so nach Feierabend, da wird der Text gemacht, da werden die Bilder gemacht und da wird aufgenommen und geschnitten. Und dass ich meine Videos zum Wochenende hin hochlade, hat den ganz einfachen Grund. Erstens, weil ich am Freitag unter der Woche die meiste Zeit habe und weil ich gern am Wochenende irgendwie gern meine Ruhe haben will und außerdem macht es mir Spaß, am Wochenende eure Kommentare zu lesen. Also deswegen kommen die Videos häufig am Freitagabend. So, genug geredet. Kommen wir zu 2, 3 weiteren Fragen, die ich öffentlich beantworten kann. Nämlich 2, 3 Fragen von Ori. Der fragt mich nämlich, zu welchen geschichtlichen oder wissenschaftlichen Themen ich in Zukunft noch ein Wissensvideo machen werde. Er fragt mich, ob ich mich da nur auf Politik und Wissensvideos beschränken werde oder ein ganz neues Videoformat einbauen werde nächstes Jahr. Und er fragt mich außerdem, ob ich noch ein zweites kurzes Buch schreiben werde. Für die, die es nicht wissen, ich habe ein kleines Heftchen von gut 30 Seiten zum Thema Religion und Religionskritik verfasst. Um die Fragen zu beantworten, was die Wissenschafts- und Geschichtsvideos angeht, ist die Auswahl halt hier so groß, Ori, dass ich da zwar sehr, sehr viele Ideen habe, aber mich bislang nicht wirklich entscheiden konnte. Ich verspreche nur, dass es weiter solche Videos geben wird. Es wird weiter solche Videos geben wie die Erde lebt Reihe von 2019 über die Erdgeschichte. Es wird weiter solche Wissenschaftsvideos wie über Urknall oder das Mondvideo geben. Es wird auch weiterhin so Sachen wie diese Geschichtsreihe, wie zum Beispiel Der Staat sind wir. Oder aber solche Videoreihen wie die Kernkraftreihe vom Sommer diesen Jahres geben. Ich kann bloß gerade überhaupt nicht sagen, was in diese Richtung nächstes Jahr genau kommen wird. Also Kurzbiografien hatte ich mir schon überlegt zu machen über bedeutende Köpfe der Wissenschaftsgeschichte oder aber über politische bedeutende Ereignisse in der Geschichte, zum Beispiel verschiedene Revolutionen in verschiedenen Ländern oder so. Mal sehen, festgelegt habe ich mich nicht und da kann ich auch gleich auf seine zweite Frage antworten. Ich denke, diese Wissensvideos sind kein regelmäßiges, richtiges Format, das ich einführen will, sondern sie kommen halt nur ab und zu, weil ich zwischendurch das Bedürfnis habe, auch mal was anderes zu produzieren, was Informatives, was, wo ich was Wissenswertes erzählen kann und was halt dann was anderes ist, als bloß Videos über Vollidioten oder über politische Themen zu machen, wobei Vollidioten Politiker einander ja bekanntlich nicht ausschließen müssen. Ein weiteres Format habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht im Kopf.
könnte sich kurzfristig ergeben, dass mir sowas einfällt, aber nein, ich habe eigentlich vor, meinen Kanal-Content und meine Linie so beizubehalten. Es wird auch im kommenden Jahr Videos in alle Richtungen geben. Es wird wieder hoffentlich einen gemischten Content geben. Was heißt hier hoffentlich? Ich habe es natürlich vor, so weiterzumachen wie bisher. Und hin und wieder vielleicht auch ein Wissenschaftsvideo. Was meine Geschichtsvideos und meine Wissensvideos angeht, die ich produziert habe, da habe ich im Übrigen Playlists angefertigt. Für die, die es noch nicht gesehen haben, könnt ihr mal reingucken. Zur dritten Frage. Nee, ich werde nach meinem Heftchen mit dem Titel Religion, Opium des Volkes nicht nochmal ein Heftchen schreiben. Tut mir leid, aber ich habe genug mit meinen Videos zu tun und ich will auch noch was anderes machen in meiner Freizeit, außer Videos produzieren. Außerdem habe ich ja einen Vollzeitjob. Also, nee, ich glaube, da wird keine Zeit bleiben, nochmal so ein Heftchen zu schreiben. Es hat gut getan, dieses Heftchen zu schreiben, weil ich da so ziemlich alles, was ich mal zum Thema Gott, Religion und Religionskritik sagen wollte, mal gesagt habe. Genauso wie es Spaß gemacht hat, die Sachen über die Erdgeschichte und den Urknall oder auch über die Geschichte der Erforschung der Kernkraft zu machen, weil es ist einfach, obwohl es natürlich viel Literatur zu diesen Themen gibt, es ist halt was anderes, wenn man die Sache selber erzählt. Das war auch beim Mondvideo so. Also ich sag mal, der Reiz dieser Wissenschaftsvideos, die ich gemacht habe, ist für mich, die Sachen einfach selber zu erzählen mit eigenen Worten und dass man sich dann so schön hineinsteigern kann in die Sache. Es ist halt so, wie ihr natürlich schon längst gemerkt habt, dass mich solche Sachen begeistern. Und wenn manchen von euch das gefällt, ist es umso schöner, dann kann ich ja für die diese Videos weiter produzieren. Der Hauptbestandteil meines Kanals werden allerdings weiterhin die politischen Videos und die Videos über Vollidioten sein. Die Videos über Vollidioten, auch irrelevante Vollidioten wie Aluhutbesitzer vor allem, deshalb, weil es muss ja irgendwo noch in Bezug zu Firngard da sein. Übrigens, Firngard habe ich dieses Jahr abonnentenmäßig überholt. Tut mir leid, Firngard. Was für ein Haufen Scheiße. Gut, dann war's das von mir. Wie es aussieht, war's das auch für 2020. Wir hören uns natürlich im Januar in aller Frische und voller Freude wieder. Zwar ist dieses Jahr mit Bento leider ein weiterer zuverlässiger Futterlieferant für immer von uns gegangen. Und dann ist auch noch der Karakaya-Talk verschwunden und das, obwohl er ja uns kurzfristig mal mit einer Rückkehr gedroht hat. Aber es sieht so aus, als wäre dann doch nichts raus geworden. Es gibt doch einen Gott. Aber Nachschlag gibt's immer. Ich sag mal so, Dummheit ist eine Naturkonstante. Darum dürfen wir gespannt sein. Aber wir dürfen, denke ich, auch entspannt sein, denn die Zukunft ist nicht in Stein gemeißelt. Das Buch 2021 enthält 365 fast leere Seiten. Und wir sind diejenigen, und wir gehören zu denjenigen, die diese noch großteils unbeschriebenen Blätter beschreiben werden. Natürlich wird uns auch nächstes Jahr sehr vieles passieren, was wir beklagen und was wir betrauern werden. Aber es wird, denke ich, schon auch einiges sehr Schönes passieren, worüber wir uns wirklich freuen können und freuen werden. Zum Beispiel, dass wir nächstes Jahr voneinander Abschied nehmen müssen, endgültig. Es gibt nie eine Zeit, wo alles toll ist. Inzwischen hat sich aber doch schon herumgesprochen, dass das heute immer auch nur die gute alte Zeit von morgen ist. Wenn man immer nur wehmütig zurückschaut, entgeht einem, dass sich vor einem, vor der eigenen Nase, neue Türen öffnen, während sich die alten schließen. Leute, carpe diem. Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Earth, continuing a mission to create strange new worlds, to invent new life and give a home to our civilization. Boldly go where no man has gone before.